Grüß dich, Roland. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Das letzte Mal war in Berlin vor ungefähr 2 Jahren. Ja. Roland, ich habe dich damals nicht gefragt, was machst du eigentlich genau bei Daimler Trucks? Ich kümmere mich um die Vorentwicklung und die Technologieentwicklung bei Daimler Trucks und dort ganz speziell um Inhalte, die die Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz dann betreffen. Im Schwerpunkt geht es um Technologieentwicklungen für CO2-freies Fahren im Bereich der Antriebe und auch der Energieträger. Und damit das unsere Zuschauerinnen auch verstehen, wo sind wir hier? Ja, wir befinden uns hier in unserem Entwicklungs- und Vorbereitungszentrum in Wörth, dem EVZ. Das ist eine Einrichtung, die gehört zur Entwicklung des Lkw-Bereiches und dient hauptsächlich dazu, Prototypen herzustellen und zu erproben. Es ist unser Versuchs- und Validierungsbereich. Und genau da sind wir heute deswegen, weil wir heute 2 Fahrzeuge da haben, Gen H2 Trucks mit Brennstoffzellen, mit Wasserstoff, jetzt neu auch mit flüssigem Wasserstoff. Und wir finden hier halt alles, was wir brauchen, um die Fahrzeuge zu testen und zu erproben. Erklär mir mal den Wasserstofftruck. Fährt der genauso wie ein Dieseltruck, genauso schnell, genauso weit? Was kann der? Ja, das ist eine gute Frage. Wir brauchen ja zukünftig Fahrzeuge, die in die Geschäftsmodelle unserer Kunden passen. Die Studien, die wir gemacht haben, zeigen, dass sich gerade im schweren Fernverkehr so bis 2030 ungefähr, was so die logistischen Abläufe angeht, nicht sonderlich viel verändern wird. Und deswegen kann der Gen H2 Truck ungefähr das, was ein modernes dieselbetriebenes Fahrzeug auch kann. Besonders kann er rund 25 Tonnen Nutzlast mitnehmen. Er hat genauso viele Palettenstellplätze wie das heutige Fahrzeug. Und er verfügt über genau die gleiche Fahrdynamik wie unsere Autos auch. Und wenn wir Flüssigwasserstoff tanken, dann kann das Fahrzeug zwischen 2 Betankungen rund 1000 Kilometer Strecke bewältigen. Und das ist was, was wir glauben, was zukünftig gut in die Abläufe unserer Kunden passen könnte. Der kann also echt viel, der Wasserstofftruck. Wann können die Kunden denn damit rechnen, mit dem auch wirklich zu fahren? Ja, die Ansage, die wir ja schon 2020 gemacht haben, war in der zweiten Hälfte der jetzigen Dekade, das ist irgendwas mit 2027, 2028. Ein wichtiger Zeitpunkt für uns, mag einem lange vorkommen von der Zeit her, aber man darf ja nicht vergessen, dass alles, was notwendig ist, um solche Fahrzeuge in großer Menge herzustellen und später auch zu betreiben, ja noch zu erarbeiten ist. Wir müssen unsere Prozesse anpassen, wir müssen den Wasserstoff in unsere Fabriken einführen, wir müssen mit neuartigen Technologien umgehen und wir müssen uns vorbereiten, dass wir große Mengen von Fahrzeugen pro Jahr hier in gleichbleibend hoher Qualität herstellen können. Und dann natürlich bei euch und mit der Unterstützung der H2 Mobility brauchen wir entsprechende Anzahl von gut funktionierenden Tankstellen, so wie bisher auch. Und deswegen arbeiten wir zusammen. Und ich glaube, wenn wir dann so 2027, 2028 in Europa so eine Flotte haben, dann haben wir einen guten Job gemacht. Gute Tankstellen, so wie bisher auch. Das sind 2 Stichworte, die mir natürlich gefallen. Ihr seid ja, also ihr Daimler Trucks, seid ja auch Shareholder bei H2 Mobility. Warum ist das so wichtig für euch, so nah dran zu sein an der Infrastruktur? Gute Autos sind dann gut, wenn man gute Tankstellen dazu hat. Und gute Tankstellen hat man dann, wenn man eine gute Norm und eine gute Standardisierung hat. Und gute Tankstellen sind dann gut, wenn man eine Organisation hat, die von Anfang an sicherstellt, dass wir einheitliche Führungsgrößen haben. Und wir beide wissen, dass ohne die H2 Mobility in Deutschland eine solche Situation mit rund 100 Tankstellen nie hätte da sein können. Und deswegen sind wir zuversichtlich, dass wir jetzt den nächsten Schritt hin zum flüssigen Wasserstoff und zur Versorgung der schweren LKWs in einer ähnlichen Art und Weise machen wie bisher auch. Welche Rolle spielt denn für eure Kunden der grüne Wasserstoff und die Qualität und das Tempo, mit dem der Wasserstoff grün wird? Das spielt eine ganz enorme Rolle. Das ist einer der zentralen Punkte überhaupt. Das Brennstoffzellenfahrzeug und der Wasserstoff als Energieträger ist dann ganz, ganz, ganz besonders passend für die gesellschaftliche und die politische Akzeptanz, die für unsere Kunden so wichtig ist, wenn er grün ist. Wir wollen nicht nur die CO2-Neutralität für die Autos haben, sondern eine echte CO2-Freiheit über die gesamte Kette drüber hinweg. Und weil das unsere Kunden auch möchten und weil das für unsere Kunden von einer ganz erheblichen Bedeutung ist. CO2-Freiheit ist ein interessantes Stichwort. Wie stellt ihr denn sicher, dass der Truck auch perspektivisch CO2-frei in der Produktion wird? Wir haben auch im Rahmen einer Technologieentwicklung jetzt Programme aufgelegt, die speziell die Nachhaltigkeit in den Prozessen, in den Materialien, Stichworte sind Recycling, Refurbish, alles was in dem Bereich gibt, dann zum Ziel haben. Und wir müssen auch gucken, dass wir im Herstellungsprozess
was den Energiebedarf dort angeht, tatsächlich auch nachhaltig dann werden. Und deswegen gibt es auch gerade speziell hier am Standort in Wörth entsprechende Programme. Es geht dem Unternehmen Daimler Trucks tatsächlich ums Gesamte. Nicht nur ums Produkt, sondern auch um alle Prozesse, die vor- und nachgelagert sind. Wo hast du denn jetzt als derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass die Trucks auch alle durch das Qualitätsnadelöhr schlüpfen am Ende, wo siehst du noch die größte Herausforderung dafür, dass in größerer Stückzahl dann 2027 die Kunden die Trucks übernehmen können? Wir brauchen die gesamten Lieferketten. Da ist eine Vielzahl von Partnerfirmen tätig. Da müssen neue Produktionen gebaut werden. Nicht zuletzt, was die Brennstoffzelle selber angeht. Und das sind ganz große Herausforderungen für unsere Partner und auch für uns selber. Welche Rolle spielt da Cellcentric, das Joint Venture zwischen Volvo und Daimler Trucks? Der spielt eine ganz zentrale und erhebliche Rolle. Natürlich hat Daimler Trucks und überhaupt Daimler insgesamt eine sehr große und langjährige Erfahrung im Bereich der Brennstoffzellen. Wir sind allerdings gestartet im Pkw-Bereich und haben dann über die Jahre hinweg entsprechende Entwicklungen betrieben. Das Joint Venture mit Volvo ist ausgerichtet auf die Bedarfe der Nutzfahrzeuge und speziell auch der schweren Nutzfahrzeuge. Wir haben hier eine Firma, ein Produkt und eine Produktion, die speziell Brennstoffzellensysteme für unseren Anwendungsfall macht und zudem noch die Branche und andere Kunden mit entsprechenden Produkten bedient. Und das ist einer der Schritte, die ganz wichtig sind, wenn man in eine für unsere Kunden akzeptable wirtschaftliche Situation kommen möchte. Und deswegen ist es so wichtig. So, wenn wir jetzt aber schon bei den Herausforderungen sind, die uns alle auf dem Weg hin zu einer Verbreitung dieser notwendigen Technologie führen, wenn wir schon beim Thema sind, was genau macht denn die H2 Mobility, um uns alle miteinander und um den Prozess ins Ziel hineinzubringen und zu unterstützen? Also aus meiner Sicht ist die Herausforderung Nummer eins, in die Skalierung zu kommen. Das heißt, größere Stückzahlen an Komponenten, Tankstellen, fertigen LKWs produzieren zu können, zu ermöglichen, damit die Kosten runtergehen. Und was wir dort machen, ist, wir setzen auf deutlich größere Tankstellen. Das heißt, wenn heute eine Tankstelle 100, 150 Kilo Speichermenge hatte vor Ort, ungefähr auch so viel pro Tag abgeben konnte an Kunden, dann hat sie in der nächsten Generation, die wir jetzt planen und in den nächsten 1 bis 2 Jahren errichten werden, mindestens das Fünffache. Ja. Das heißt, eine Tonne vor Ort, 500 bis 1000 Kilo pro Tag Abgabemenge. Und das bringt eine Skalierung. Das bringt die Kosten pro Kilo runter. Und das ist die wichtigste Voraussetzung dafür, dass sich Kunden auch für das Angebot Wasserstoff entscheiden werden. Und natürlich im gleichen Atemzug sollte man nennen, dass es auf der Wasserstoffseite, Produktionsseite vorangeht. Grüner Wasserstoff ist heute noch ein knappes Gut. Da kann der Verkehr eine große Rolle spielen, weil im Verkehr auch die höchsten Preise bezahlt werden für Energie. Da kann der Verkehr eine große Rolle spielen, damit jetzt die regionalen, mittelgroßen Elektrolyseure entstehen, die dann der nächste Schritt in die Skalierung der Produktion sind. Sehr gut, das ist genau das, was wir brauchen. Ich bin sicher, wenn wir da weiter Hand in Hand arbeiten und unterhaken, dass wir dann zu der entsprechenden Infrastruktur kommen. Wie ist denn die globale oder die internationale Vernetzung der H2 Mobility in diesem Zusammenhang? Wir brauchen ja für die schweren Fahrzeuge im Fernverkehr in Europa ein Versorgungsnetz, das halt mindestens mal die Magistralen in Europa abdeckt. Habt ihr denn dafür Pläne? Wir haben bei H2 Mobility Pläne, die sich primär jetzt auf Deutschland fokussieren. Allerdings schauen wir natürlich auch über die Grenzen hinweg. Und das Wichtigste ist, dass es hier eine einheitliche Zielsetzung und Regulierung gibt. Das Stichwort ist hier A4. Wenn es dort gelingt, verbindliche Ziele festzuschreiben, wenn es dort den politischen Entscheidungsträgern gelingt, klare Ziele zu setzen und Leitplanken zu geben, dann will ich sagen, passiert es von selber, ja? Aber dann kommt die Sache in Gang. Und wir ganz konkret fokussieren uns auf Deutschland, schauen aber auf die angrenzenden Märkte und werden in den nächsten Jahren zunehmend mit anderen Anbietern in anderen Ländern kooperieren, um dort die Infrastruktur auch voranzubringen. Das ist prima, das gefällt uns sehr gut. Wir haben große Hoffnung, dass wir dann gemeinsam auch mit euch vielleicht so eine gute Geschichte machen können, wie es zu Beginn bei dem LNG auch gewesen ist, wo man über Blue Corridore dann gesprochen hat und dergleichen Dinge mehr, sodass wir unseren Kunden von Anfang an die Perspektive und Möglichkeiten geben können, ihre europäischen Verkehre auch schnell und komplett mit zu bedienen. Ja. Das ist ein Wort, Roland. So machen wir das. Die Korridore werden wir in den nächsten Jahren gemeinsam errichten. Ihr sagt uns, wo die Kundenkorridore sind, das heißt, wo die LKWs hingehen. Und wir sagen euch, wie und wann wir dort die Tankstellen bauen können. Dann wird das was. So machen wir das. Sehr gut.
Schön, dass Sie bis zum Ende dabei geblieben sind. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal oder folgen Sie uns auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Tschüss und bis bald.